Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Medienkonferenz von der Sicherheitsdirektion zu Aktualitäten aus dem Asylbereich vom Kanton Zürich. Vom Podium referiert der Sicherheitsdirektor, der Regierungsrat Mario Fehr, die Chefin vom Kantonalen Sozialamt, Andrea Lüberstedt, und der Chef vom Migrationsamt, Urs Petschardt. Das Programm sehen Sie hier im Inhaltsverzeichnis. Es gibt eine kurze Beurteilung der aktuellen Lage. Dann sagen wir ein paar Sachen zur Vergabe der Asylbetreuung für die Basisinfrastruktur vom Kanton Zürich. Etwas zu Härtefällen und Vollzug und ziehen das Fazit. Und nachher stehen wir wie immer zuerst für eine offene Fragerunde im Plenum und nach dieser Fragerunde dann für Einzelgespräche zur Verfügung. Viel Vergnügen. Ich begrüße Sie ebenfalls ganz herzlich heute Morgen. Wir machen ja das ein Stück weit auch routinemässig, alle halb Jahre. Ich kann Sie schon jetzt darauf hinweisen, die nächste tätige Information wird am 28. Februar stattfinden. 28. Februar, allerdings vom nächsten Jahr. Gut, das andere wäre auch nicht mehr möglich. Und das hat damit zu tun, dass am 1. März, kannst du drücken? Dass am 1. März das neue Asylgesetz wird in Kraft treten. Da musst du gerade beide machen. Ich gebe Ihnen zuerst einen kurzen Überblick, weil das finde ich wirklich spannend. Wir haben analysiert, was ist passiert innerhalb von einem Jahr im Asylbereich. Wir alle wissen, dass die Zahlen gesunken sind von 27'000 im vorletzten Jahr, die in die Schweiz gekommen sind, über 18'000 im letzten Jahr. Dieses Jahr werden es zwischen 14'500 und 15'500 sein, würde ich jetzt mal sagen, zum jetzigen Zeitpunkt. Und wir haben analysiert, was das für einen Einfluss gehabt hat auf den Asylbestand. Asylbestand sagen wir alle Menschen, die in der einen oder anderen Form etwas mit dem Asylbereich zu tun haben. Und dann sehen Sie gegenüber dem 17. Stichdatum, 31. Oktober, heutiges Stichdatum, ebenfalls 31. Oktober, hat die Gesamtmenge der Menschen, die mit Asyl zu tun haben, nur noch um 350 Personen zugenommen. Sie haben sich aber markant verändert. Wenn Sie oben suchen, sehen Sie Asylsuchende. Also Asylsuchende sind Menschen, die im Verfahren sind. Da haben wir vor einem Jahr 4'100 gehabt, jetzt haben wir noch 2'600. Frei übersetzt heisst das, der Bund hat rund 1'500 von den hängigen Asylgesuchen abgebaut. 17% der Asylgesuche kommen in Kanton Zürich. Das können Sie hochrechnen. Wenn Sie das extrapolieren, kommen Sie auf die Gesamtmenge, wo noch offene Asylgesuche in der Schweiz sind. Und jetzt, was ist passiert? Die 1'500 sind zu einem grösseren Teil mit einer über 50%igen Anerkennungsquote entweder zu den vorläufig Aufgenommenen gewachsen. Das kann ich nicht zeigen. Das ist links unten. Da sehen Sie, es hat 800 vorläufig Aufgenommene mehr. Und wenn Sie bei den Flüchtlingen schauen, sehen Sie, hat es über 1'000 Flüchtlinge mehr. Also es hat 1'800 Menschen mehr, die mit grosser Wahrscheinlichkeit da bleiben. Das ist eine markante Veränderung. Innerhalb von diesen Gruppen gibt es noch, vor allem bei den Flüchtlingen, auch noch zu sagen, dass da auch noch ein Zuwachs ist von unserem Resettlement-Programm. Es läuft im Moment noch ein Resettlement-Programm, wo der Bund 2'000 Menschen aus Syrien aufnimmt, aus dem via UNHCR, dem Internationalen Flüchtlingshilfswerk, und das überdurchschnittlich viele Geburten hat. Geburten sind übrigens auch ein Wachstumstreiber. Die Zahl der Nothilfebeziehenden ist plus minus gleich geblieben. Ich glaube, das ist wichtig, wenn man auch auf unsere künftigen Aufgaben schaut. Jetzt gehen wir dazu. Wir stehen vor dem 1. März 2019. Alle unsere Anstrengungen zielen darauf ein. Ich will noch einmal festhalten, dass wir die Asylreform, so wie sie in der Volksabstimmung vom 7. Juni 2016, einfach in der Volksabstimmung, die eine grosse Zustimmung bekommen hat, auch im Kanton Zürich etwa 70%, dass wir die Asylreform stark mitgeprägt haben. Wir sind eine von 6 Asylregionen. Wir haben 3 Standorte früher als
eine von den ersten beiden Regionen neben der Ostschweiz, evaluiert. Das eine ist Zürich, da hat der Spatenstich stattgefunden. Dort, wo jetzt schon das Testzentrum ist, ist nachher ein Aufnahmezentrum. Wir haben Embrach mit ebenfalls 360 Plätzen, die der Bund wird bauen. So wie die Pläne im Moment aussehen, wird der Bund Juni, Juli das fertig haben. Wir helfen dem Bund für eine Übergangsphase. Wir haben ja lange ein eigenes Durchgangszentrum in Embrach. Wir haben mit dem Bund einen Zwischenvertrag gemacht, damit man auch Embrach vollumfänglich kann, in Betrieb nehmen. Wir haben für 5 Monate, glaube ich, am Bund jetzt unsere alten Einrichtungen noch zur Verfügung gestellt. Räumlang kommt dann später. Wir haben in der Folge analysiert, was heisst das für uns. Nochmal, 17% kommen vom Bund zu uns, in unsere Durchgangszentren. Das wird sich verändern, der Mix wird sich verändern. Der Bund will 60% der Gesuche in den ersten 140 Tagen entscheiden. Das heisst, wir werden mehr Leute bekommen, die mit höherer Wahrscheinlichkeit bleiben. Und dem müssen wir unser Konzept auch anpassen. Wir haben berechnet, dass wir etwa 1'000 Plätze in Durchgangs- und Rückkehrzentren brauchen. Heute haben wir etwa noch 1'100. Ganz wichtig, alle 166 Gemeinden helfen mit, erfüllen ihre Quote. Sie haben auch in den Unterlagen, heute im Ratsversand, die Antwort von der Regierung auf ein dringliches Postulat, Öffentlichkeitsprinzip der Erfüllungsquote bei der Aufnahme und Betreuung von Asylsuchenden, von Herrn Hauser, Gemeindepräsident von Hündwangen und auch noch Kantonsrat, der will, dass wir die Erfüllungsquote laufend, also täglich publizieren. Das lehnt die Regierung ab, hat sie immer abgelehnt, in mehreren Anfragen lehnt sie ab, in Übereinstimmung mit dem Gemeindepräsidentenverband, weil die Erfüllungsquote immer eine Momentaufnahme ist, weil sie ein Zufallswert ist, weil sie ein falsches Bild weitergibt und weil sie für Unruhe unter den Gemeinden sorgen. Der Gemeindepräsidentenverband ist mit dem ausdrücklich einverstanden. Wir legen ihm regelmäßig, das finden Sie alles in dieser Antwort, wir legen ihm regelmäßig die Erfüllungsquote vor. Er kann sich vergewissern, dass alle 166 Gemeinden die Quote erfüllen. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre so eine Publikation besonders widersinnig, weil wir jetzt ja noch einen Systemwechsel machen. Auch das haben Sie in dieser Antwort. Heute ist es so, dass wir alle Asylsuchenden, die in den Gemeinden sind, plus die vorläufig Aufgenommenen, die Sozialhilfe beziehen, anrechnen. Neu haben Sie alle Asylsuchenden plus alle vorläufig Aufgenommenen die ersten 7 Jahre. Alle vorläufig Aufgenommenen die ersten 7 Jahre. Und wir werden einige Zeit haben, um das wieder auszugleichen, wie wir, das haben Sie vorhin gesehen, wir haben viel mehr vorläufig Aufgenommene, weil wir selber nicht genau wissen, wo die vorläufig Aufgenommenen alle genau wohnen und wir die Quoten müssen ausgleichen. Aber Sie können einfach, und das ist ganz wichtig und das unterscheidet uns wirklich von anderen Kantonen, alle 166 Gemeinden machen vollumfänglich mit, nehmen die Asylsuchenden, die wir ihnen zuweisen. Nächste Folie. Da sehen Sie nochmal Ziel, Beschleunigung von Asylverfahren, konsequenten Vollzug, rasche Integration von denen, die bleiben dürfen. Das ist klar, dass wir neu in unseren Durchgangszentren, weil wir wissen, dass die Menschen eher bleiben, die jetzt uns noch zugewiesen werden, noch mehr machen für die Integration. Das machen wir in Absprache mit der Justizdirektion, die für die Integration zuständig ist. Wichtig für den Kanton Zürich ist, dass wir faktisch eigentlich schon in diesem neuen System drin sind, weil wir das Testzentrum in Zürich hatten, weil wir in Embrach ein Drittel von diesen 360 Plätzen schon heute haben, der Bund schon heute das Verfahren 1:1 bei uns als erste Region kann, durchspielen. Und darum trifft uns eigentlich nichts, was noch kommt. Ganz unvorbereitet. Nächste Folie. Das werden die 10 künftigen Zentren sein, die wir noch betreiben. Zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise Ende 15, Anfang 16 haben wir 21 Zentren gehabt. Davon etliche unterirdische, ich glaube etwa 5 unterirdische. Jetzt haben wir noch eine unterirdische in Urdorf. Es hat noch nie in der Geschichte von der Sozialdirektion vom Kanton Zürich in den letzten 15 Jahren so wenig unterirdische Unterkünfte gegeben. Einfach das als kleinen Beitrag zur Bunkerdiskussion. Aber es gibt noch eine, die ist in Urdorf. Und in Urdorf sind auch die straffällig geworden sind, die auffällig sind, die wir eingrenzen, wo es auch ein Schutzbedürfnis gibt von der Bevölkerung. In Urdorf hat es auch gerade einen Kantonspolizeiposten gerade neben dieser Unterkunft. Das sind sonst die
10 Zentren. Es wird so sein vom Betrieb her, dass wir planen, 9 von denen zu führen. Wir haben etliche Sanierungsvorhaben. Volkenswil werden wir müssen neu bauen. Adliswil werden wir müssen sanieren, wahrscheinlich dann einmal Kloten. Das heisst, immer eins von diesen Zentren wird wahrscheinlich quasi wie stillgelegt werden, weil wir es müssen sanieren. Wir gehen davon aus, dass wir mit diesen 4 Durchgangszentren, 4 Rückkehrzentren und einem grossen MNA-Zentrum im Lilienberg mit Aussenstellen in der Stadt Zürich fahren können, dass wir so etwa auf die 1000 Plätze kommen. Das wäre es von meiner Seite gewesen. Ich übergebe meiner Chefin vom Sozialamt, die Ihnen jetzt zeigt, auch den Entscheid haben Sie in der Mappe, dass der Regierungsrat die Aufträge vergeben hat. Und wenn Sie nachher noch Fragen haben, dann freue ich mich. Frau Lüberstedt. Herzlichen Dank, Mario Feo, geschätzte Anwesende. Gerne gebe ich Ihnen kurz Auskunft, wie wir jetzt zum Vergabeentscheid von der Regierung gekommen sind, was der Betrieb von diesen Zentren, die Mario Feo Ihnen vorher kurz illustriert hat, anbelangt. Das ist ja nichts Neues, dass der Kanton Zürich da in Kooperation mit Organisationen, die viel Erfahrung haben, schafft. Es ist aber auch so, dass man so einen Auftrag, den der Kanton vergibt, natürlich periodisch ausschreiben muss. Das mal war anspruchsvoll, weil Sie gehört haben, wir haben uns müssen auch vorbereiten auf die Neustrukturierung des Asylwesens, die ab dem 1. März greift. Und darum war auch die Frage, bleibt nicht wirkungslos auf die Strukturen in den Kantonen, natürlich die Frage, was für eine Basisinfrastruktur brauchen wir. Wir mussten darum relativ lange auch müssen warten, haben aber die Ausschreibung jetzt können am 20. August starten. Die Aufteilung, sehen Sie, die geht entlang von der Funktionalität der Zentren, die der Kanton muss betreiben und weiterhin braucht. Das erste Los, das wir ausgeschrieben haben, waren Durchgangszentren. Dort sind Leute untergebracht, die von den Bundesasylzentren künftig kommen. Da haben Sie auch schon gehört, wird der Personenmix ein bisschen anders aussehen. Wir werden viel weniger Leute haben, die im offenen Verfahren noch sind, also noch nicht wissen, wie der Asylentscheid ausfallen wird. Das sind Leute, die einfach den Bund das Verfahren nicht abschliessen konnten in den 140 Tagen, wo grundsätzlich dafür vorgesehen ist, dass die Leute in Bundeszentren sind. Wir werden in dem Los vor allem künftig mit Leuten arbeiten und Leute betreuen, die bereits eine vorläufige Aufnahme haben oder bereits einen Flüchtlingsstatus. Das Los 2 umfasst Rückkehrzentren. Das sind also Leute, die die Schweiz verlassen müssen. Wir haben uns entschieden, das ist eine andere Betreuungsaufgabe, dass da ein Eignungslos ist, plus ein Durchgangszentrum, weil es sich immer wieder zeigt, dass bei einem Durchgangszentrum manchmal aus anderen Gründen auch Leute untergebracht und betreut werden, die vielleicht die Schweiz auch verlassen müssen. Zu guter Letzt das Los 3, das war ein ganz spezifisches Los. Da geht es um die unbegleitet minderjährigen Asylsuchenden. Sie wissen, da haben wir auch in der letzten Medienkonferenz können aufzeigen, wir haben ein spezifisches Konzept für Betreuung und Begleitung von minderjährigen unbegleiteten Asylsuchenden und für das natürlich auch einen spezifischen Betreuungsauftrag wollen vergeben. Üblich ist eine Zeit von 40 Tage für bewerbende Organisationen. Wir haben ein bisschen mehr Zeit sogar können gewähren, als üblich ist. Wichtig ist für uns aber gleich gewesen, dass wir natürlich Anbieter können ansprechen können, die über genügend Erfahrung verfügen, damit wir auch weiterhin eine hohe Qualität haben in der Betreuung von diesen Leuten. Erfahrung heisst für uns, dass das zeitnah ist, also dass Anbieter das nicht in den letzten 5 Jahren das auch schon gemacht haben und auch wissen, was im Moment aktuell ist im Asylbereich und dass es auch genügend grosse Aufträge sind, weil sie sehen, oder, unsere Anzahl von Zentren ist natürlich stattlich im Vergleich zu anderen Kantonen. Wie ist der Zuschlag? Wir haben heute, das publiziert auch auf CIMAP und auch die Anbieter orientiert darüber. Mitgeboten haben AUZ und ORS, das sind die Organisationen, die bereits heute mit uns sehr erfolgreich können zusammenarbeiten können. Die AUZ hat den Zuschlag bekommen für das Los 1, also für das Durchgangszentrum, und das Los 3 für den MNA-Bereich. Und die ORS Service AG kommt den Zuschlag über für das Los 2. Ich muss aber sagen, dass ab heute die Rechtsmittelfrist läuft, 10 Tage besteht noch die Möglichkeit, gegen den Entscheid vom Regierungsrat ein Rechtsmittel zu ergreifen.
Wichtig vielleicht für Sie als Hintergrund oder Beurteilungskriterien auch zu wissen, dass wir natürlich nicht nur die Schwankungsfragen im Auge haben, sondern vor allem einen guten Preis-Leistungsmix wollen haben. Wobei jetzt gerade bei der MNA beispielsweise natürlich die Qualität der Betreuung für uns sehr, sehr entscheidend ist. Weil gerade bei den jungen Leuten, die unbegleitet kommen, wissen wir, dass die Bleibequote sehr, sehr hoch ist. Und darum ist es uns sehr daran gelegen, dass die jungen Leute von Anfang an sehr gut betreut werden. Für Sie vielleicht interessant, was ist neu, wenn ich gesagt habe, das sind unsere bisherigen Partner, wo wir schon gern und schon immer gern zusammen geschafft haben. Die haben jetzt vor allem auch dort können punkten, wo sie heute schon sehr erfolgreich für uns geschafft haben, dass Sie vielleicht auch sehen, was ist denn gleich neu? Wir haben können den Betreuungsschlüssel verbessern. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auch genau schauen, wer wir zu betreuen haben. Es dürfte Ihnen einleuchten, dass dort, wo Familien untergebracht werden oder eben MNA betreut werden, dass wir dort andere Betreuungsschlüssel brauchen. Und die werden im Vergleich zu heute sogar noch besser sein. Was für uns auch sehr wichtig ist, Sie haben es auch gehört, es werden viel mehr Leute kommen, wo schon klar ist, dass sie da werden bleiben. Also auch wenn der Kanton in einer ersten Phase Betreuung übernimmt, bevor die Leute in die Gemeinde gehen in einer zweiten Phase, möchten wir nicht zuwarten mit dem Integrationsprozess. Und darum ist es auch klar gewesen, dass wir bessere Konzepte haben wollen in Bezug auf die Integration, also eine bessere Vorbereitung auf den Schritt in die Gemeinde. Neu ist auch, und da kommen wir an einer Empfehlung vom Bund nach, dass wir auch bei allen Zentren eine Pflegefachperson wissen wollen, die sich um gesundheitliche Fragen kümmern kann. Wir haben heute schon ein Gesundheitskonzept. Wir arbeiten mit Asylhausärzten zusammen, die spezialisiert sind, die viel Erfahrung haben. Und eine Pflegefachperson pro Los scheint uns eine gute Komplettierung und eine Verbesserung des bisherigen Gesundheitsangebots. Wir sehen natürlich, dass viele Leute auch versehrt kommen. Insofern sind die Fragen auch sehr relevant für den künftigen Integrationsprozess. Was uns wichtig ist, ist, dass wir zwar einen Auftrag, den der Kanton erfüllen muss, übergeben. Uns ist aber wichtig, dass wir den gut und gesichert vergeben, dass wir eine hohe Verbindlichkeit haben. Und darum ist es auch so, dass Betreuungskonzept oder auch Kriseninterventionskonzept wie auch das Gesundheitskonzept ein Teil werden sie von unseren Verträgen, die wir jetzt werden aushandeln mit den Anbietern. Und da sehen Sie auch, dass es uns fest und wichtig, auch sehr daran gelegen ist, dass wir auch weiterhin uns wieder anpassen können, allfällig neue Begebenheiten. Wenn Sie vielleicht auch zurückdenken, das Jahr 2015, wo beispielsweise die Zahl der MNA sehr hoch geschnellt ist. Oder eben, wenn wir wieder berücksichtigen müssen, wenn die Herkunftsländer sich verändern und wir einfach grundsätzlich mit anderen Leuten zu tun haben. Also wir haben eine Flexibilität und trotzdem eine hohe Verbindlichkeit in der künftigen Zusammenarbeit mit den Anbietern. Ja, das wäre es gewesen zum Thema Vergabe. Ich glaube, die Flexibilität bei der MNA zeigt zum Beispiel, wie wir relativ rasch die Strukturen auffahren Ende 2015. Also wir haben eine grössere Einheit in Zollikon gehabt, glaube mit etwa 80 Plätze in Wiesentangen, eine mit 40 Plätzen, die sind beide jetzt zu. Wir haben noch grosse Aussenstellen jetzt in Leinbach und in Höng, glaube ich. Und auch Bruck. Im Moment auch Bruck, oder? Und jetzt werden die einfach irgendwann 18 und es kommen nicht mehr so viele neue. Und dann gehen die Gemeindestrukturen. Und das ist ein anforderungsreicher Prozess. Auch den machen wir mit anderen Direktionen zusammen, zum Beispiel mit dem AJB aus der Bildungsdirektion. Jetzt habe ich die grosse Freude, das Wort weiterzureichen am Migrationsamtschef. Am Urs Betschart, ehemaliger Vizedirektor vom SEM, aber damals hat es noch anders geheißen. Genau. Merci. Merci, Mario Fehr. Geschätzte Damen und Herren, ich orientiere Sie zuerst kurz über den Fortschritt bei dieser aktiven Härtefallprüfung. Die aktive Härtefallprüfung ist nichts anderes, als dass wir Leute, die in den Genuss kommen von einer Härtefallregelung, aktiv anschreiben. Und sie bettet uns Unterlagen einzureichen, dass wir die Prüfung vornehmen können. Wir haben in der Zwischenzeit 139 Personen angeschrieben. Wir konnten in 88 Personen eine Aufenthaltsbewilligung erteilen. Sie sehen auch, dass wir nur wenige Fälle abgelehnt haben. Ein paar Fälle, 7 Personen, haben sich gar nicht gemeldet und sind darum auch nicht in Genuss gekommen von einer Härtefallbewilligung. Bei 33 Personen ist das Verfahren noch am Laufen.
Da ist auch die Härtefallkommission involviert, wie Sie wissen. Wir werden die Aktion weiterführen. Ich rechne damit, dass wir wahrscheinlich über 100 Personen so regeln können. Das Modell des Kantons Zürich hat Beachtung gefunden. Gestern hat zum Beispiel die Regierung des Kantons St. Gallen bekannt gegeben, dass sie nach dem gleichen Modell ihre 200 Nothilfebezüger überprüfen wollen. Der Vollzug der Wegweisungen bleibt unser grosses Problem. Da haben wir grosse Schwierigkeiten. Wir haben im Wesentlichen drei Instrumente, die wir anwenden. Das erste sind intensive Gespräche zur Orientierung der Betroffenen. Was bedeutet überhaupt die Wegweisung? Was bedeutet die Rückkehr? Wir wollen auch die Leute bewegen zu einer pflichtgemäßen Ausreise, dass man nicht Zwangsmassnahmen anordnen muss. Eine von diesen Massnahmen sind ja die Eingrenzungen, wo man die Bewegungsfreiheit von Ausreisepflichtigen begrenzt, auf eine Gemeinde zum Beispiel. Das betrifft vor allem straffällige Personen. Und Sie sehen, wir haben heute rund 52 Personen, die jetzt in einer solchen Eingrenzung unterworfen sind. Eine Stufe höher ist nachher die Administrativhaft. Dort geht es darum, dass wir vor allem Leute, die in einen anderen europäischen Staat zurückgehen müssen, kurzfristig einige Tage oder Wochen in Haft nehmen müssen, dass wir die Rückführung sicherstellen können. Häufig betrifft es aber auch Personen, die im Strafvollzug waren, die Strafe abgesessen haben und die wir nachher notlos in Haft behalten, die Ausschaffungshaft versetzen, dass wir diese Personen heimführen können. Was dieses Jahr neu ist, ist, dass der Bund sich auch daran erinnert hat, dass er Personen, die die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet, kann ausweisen gemäss Artikel 68 vom Ausländergesetz. Das Bundesamt für Polizei bzw. das FEDBOL hat jetzt mehrsättige Ausweisungen von Gefährdern vorgenommen und auch dort hat der Kanton die Pflicht, diese Ausweisungen zu vollziehen. Im Bereich Administrativhaft hat der Sommer auch zu reden gegeben, dass einzelne Kinder mit ihren Eltern in Haft untergebracht worden sind. Der Kanton Zürich hat beschlossen, dass er generell keine Minderjährigen mehr in Haft nimmt oder eben mit den Eltern unterbringt in Haft. Der Bundesrat hat Ende September beschlossen, dass hier tatsächlich die Rechtsgrundlage nicht genügt für unter 15-jährige Kinder. Und die werden jetzt schweizweit auch entsprechend dem Beschluss von Zürich nicht mehr in Haft genommen. Schwierige Länder. Der Bund selber führt eine Liste mit diesen vier Ländern. Das umfasst 27% der Nothilfebezüger, die wir im Kanton Zürich haben. Der Bund probiert mit diesen Ländern im Dialog Lösungen zu finden für die Rückübernahme. Wir haben natürlich zu diesen Ländern auch Eritrea, Syrien, Afghanistan zum Beispiel, wo die Lage vor Ort extrem schwierig ist, wo wir aber trotzdem die Personen zurückführen sollten. Da sind die Herkunftsabklärungen sehr schwierig. Meistens kann man keine polizeilich begleitete Flüge organisieren. Auch spezielle Sonderflüge sind in diesen Ländern oft nicht möglich. Und es gibt keine funktionierenden Rückübernahmeabkommen. Manchmal gibt es Rückübernahmeabkommen, aber sie werden schlicht ignoriert und nicht angewendet. Wichtig ist in diesem Thema, dass immer eine freiwillige Rückkehr der Betroffenen möglich ist. Und darum ist auch sehr wichtig, dass beim Sozialamt die Rückkehrberatung gut funktioniert, dass unsere Ausreisegespräche etwas bewirken, dass die betroffenen Personen eben trotzdem die Reise antreten in ihre Heimat. Ja, danke vielmals, unsere beiden grössten
Unsere beiden grössten Probleme sind Äthiopien und Algerien, ohne Zweifel. Die haben zusammen etwa 130 von diesen 650 Nothilfebeziehenden sind entweder Äthiopier und Algerier, eigentlich praktisch ausschließlich Männer. Wie der Herr Betschart erklärt, hat es sich unsere Einzelfälle gelungen, mit Algerier Vereinbarungen zu erzielen, dass sie freiwillig zurückgereist sind, weil sie oft Vorstrafen haben, darum keine Perspektive haben, keine Chance haben, je als Härtefall anerkannt zu werden. Wir versuchen da eine gute Lösung zu finden. Bei Äthiopien gibt es jetzt ein neues Abkommen zwischen der Europäischen Union und Äthiopien, und die Schweiz versucht sich dem anzuschliessen. Aber Äthiopien ist im Moment Nummer eins bei den Leuten, die hier in der Nothilfe sind. Wenn Sie es als Fazit anschauen, der Kanton Zürich, man kann sagen, wenn man rundherum schaut, in die anderen Länder, teilweise auch in die anderen Kantone, die immer noch Bundeszentren suchen, wenn Sie schauen, dass von den politischen Rändern her links wie rechts immer wieder probiert wird, mit dem Thema politisches Kapital zu schlagen, ist es eigentlich fast ein bisschen unaufgeregt, fast ein bisschen langweilig für Sie als Journalisten, weil es funktioniert. Alle machen mit. Wir haben ein gutes Verhältnis zur ORS, zur AZ, wir haben ein gutes Verhältnis zu den 166 Gemeinden, wir haben sogar ein gutes Verhältnis zum Bund. Es funktioniert einfach, wir sind ganz, ganz unaufgeregt schweizerisch unterwegs. Alle Gemeinden erfüllen ihre Aufnahmepflicht. Ich werde oft gefragt, kann man dann jetzt die Aufnahmequote für Gemeinden nicht senken? Ich habe Ihnen am Anfang die Grafik gezeigt, dass wir viel mehr vorläufig aufgenommen haben, etwa 800 mehr als vor einem Jahr, dass wir die 800 mehr sicher werden müssen anrechnen für die Quote das nächste Jahr, wie die ja in den ersten 7 Jahren da sind, dass wir jetzt Berechnungen machen. Im Moment ist die Quote bei 7 von 1000 und dass wir am 28. Februar Ihnen dann können sicher sagen, zu was für einem Schluss wir gekommen sind, ob wir allenfalls Quoten moderat können senken. Man kann jetzt schon sagen, wir werden sie sicher nicht erhöht, das haben wir dem Gemeindepräsidentenverband gesagt, aber vielleicht gibt es eine moderate Senkung. Ich habe auch, glaube ich, aufgezeigt, Herr Betschart vor allem, wir brauchen noch ein bisschen mehr Unterstützung vom Bund. Das mit Äthiopien klappt nur, wenn der Bund sich an dem Abkommen mit der Europäischen Union anschliessen. Die Abkommen sind in der Regel nicht ganz gratis, so läuft das halt im internationalen Geschäft. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Migrationsabkommen mit Nigeria und mit Tunesien, wo ich da angefangen habe vor 7 Jahren, haben wir regelmäßig weit über 100 Nigerianer, weit über 100 Tunesier gehabt. Wenn man heute in die Nothilfestatistik geht, hineinschauen, hat es jeweils 6, 8, 10 Nigerianer, 6, 8, 10 Tunesier, weil jeder weiss, dass er zwangsweise zurückgeführt werden kann. Und wenn man zwangsweise zurückgeführt werden kann, erhöht das in der Regel die freiwillige Bereitschaft, selber zu gehen. Insgesamt ist das Asylsystem vom Kanton Zürich glaubwürdig. Wir haben eine hohe politische Akzeptanz in den Gemeinden, auch im Parlament. Und ich vergesse nicht, was das letzte Mal ein SVP-Kantonsrat im Parlament gesagt hat, der Kanton Zürich hätte ein Asylchaos, haben selbst die eigenen Fraktionsmitglieder gelacht. Was haben Sie für Fragen? Das ist nicht im Skript gestanden. Sie können uns alles fragen, zum Bund, zur Europäischen Union. Ich finde es einfach bemerkenswert, wenn Sie rundherum schauen. In Italien ist die Regierung gestürzt wegen der Asylpolitik. In Österreich gibt es eine neue Regierung wegen der Asylpolitik. Deutsche Wahlen werden beeinflusst durch die Asylpolitik. Und in der Schweiz hat man das Gefühl, alles ist stabil, alles ist ruhig. Das ist eigentlich ein Albtraum für Journalisten, aber haben Sie trotzdem eine Frage? Und Journalistinnen natürlich auch. Gibt es eine Möglichkeit für Einzelinterviews? Ja, sicher. Ich habe noch eine Frage. Ja, ich habe das jetzt anders. Kurzfristig heute bekommen. Die prominente Kulturschaffende, die Kampagne gestartet haben heute Morgen, die fordert, alle Notunterkünfte zu schliessen und insbesondere auch
die unterirdischen Unterkunft kritisiert. Möchten Sie sich dazu äußern? Haben Sie überhaupt schon Kenntnis von dieser Kampagne? Die Forderung ist ja nicht ganz neu. Alle Nothilfeunterkünfte schliessen. Wir haben das Bundesasylrecht, das am 7. Juni, ich glaube es ist 2016, von der Bevölkerung angenommen worden ist. Im Kanton Zürich mit über 70% Ja. Und das Asylrecht ist in Übereinstimmung mit den Genfer Konventionen gesehen, dass vor, dass Leute, die kein Asyl bekommen, wieder gehen müssen. Es gibt ein Dublin-Abkommen, das die Schweiz unterschrieben hat. Und wir machen nichts, aber wirklich auch gar nichts, außer einfach das Gesetz vollziehen. Die Leute, die fordern, dass wir Nothilfeunterkünfte zumachen, die wollen ein anderes Asylrecht, die wollen ein Bleiberecht für alle. Das ist eine legitime politische Forderung, die man selbstverständlich erheben kann. Aber sie können nicht erwarten von einem Regierungsrat oder von einer Sicherheitsdirektion, dass sie diesen Forderungen nachkommen. Zu den unterirdischen Unterkünften habe ich Ihnen, glaube ich, vorhin schon gesagt, wir haben bis zu 5 gehabt. Wir haben jetzt noch eine einzige in der unterirdischen Unterkunft in Urdorf, wo, wie gesagt, direkt neben einem Kantonspolizeiposten ist, hat praktisch ausschließlich Wiederholungsstraftäter, die in der Nothilfe sind. Etliche von denen brauchen eine nähere polizeiliche Begleitung, weil sie sonst gefährlich werden. Wir haben auch ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Bevölkerung. Und ich kann Ihnen sagen, wenn ich dieser Forderung nachkäme und die einfach ein bisschen auf Gemeinden verteilen, dann würden die Gemeinden das nicht gutieren. Und ich bin auch für die Sicherheit der Menschen im Kanton Zürich zuständig. Und darum ist es so. Es sind übrigens auch praktisch, also die allermeisten von diesen 52 Eingrenzungen, die meisten von diesen 52 Eingrenzungen, betrifft genau die Leute, die in Urdorf sind, die wiederholt Straftäter, die wiederholt, also wirklich, und dann, wir reden nicht von Verletzungen vom Ausländerrecht, sondern wir reden von Straftaten im Sinn vom Strafgesetzbuch. Und da hat es massive Straftaten darunter. Und ich glaube nicht, dass sich auch nur annähernd die politische Mehrheit finden ließe, denen nicht ein bisschen genauer auf die Finger zu schauen. Befriedigen. Also, aber wie gesagt, ich habe die konkrete Forderung kann ich nicht gesehen, aber sie ist ja nicht, ist nicht etwas Neues, oder? Sind Sie verstanden, dass es nicht etwas Neues ist? Ja, ja. Aber es gefällt Ihnen natürlich. Ja, und dann? Also, ich kann einfach den Asylbestand, eben die Entwicklung, wie viele Leute da sind, das geht ja ein bisschen hin und her, oder? Also im 15 sind ganz viele gekommen und jetzt steigt aber der Asylbestand, obwohl jetzt weniger neue Leute kommen, also bis wann rechnen Sie denn, dass vielleicht der Asylbestand auch mal wieder sinkt? Also sinken rechne ich eigentlich nicht, aus zwei Gründen. Der eine ist, dass viele Leute, die einen Flüchtlingsstatus haben, Frauen sind und die Frauen im Schnitt mehr Kinder gebären als der Durchschnitt der Schweiz ist. Also ein grosser Anteil des Zuwachs sind Kinder. Also jedes Kind, das auf die Welt kommt in der Schweiz, als Sohn oder Tochter von einem Flüchtling, wird als eigenes, das ist quasi wie ein neues Asylgesuch, oder? Die sind einfach schon da. Dann gibt es Familienzusammenführungen, was ich richtig und gut finde. Wenn jemand den Flüchtlingsstatus bekommt, dann soll er selbstverständlich mit seiner Familie zusammengeführt werden. Und dann drittens hat das Resettlement-Programm, wo wir jetzt gerade drin sind, dass, wenn das Resettlement-Programm 2000 Leute umfasst, wie jetzt das, wo wir gerade drin sind, wo wir Leute aus syrischen, aus türkischen, Jordanien, einfach Syrer, aber sind Syrer, oder? Sind Syrerinnen und Syrer, wo wir von diesen 2000 dann 350 aufnehmen. Sie werden vom UNHCR vorgeprüft, besonders vulnerable Personen. Ich finde richtig, dass wir an so ein Resettlement-Programm mitmachen. Wir haben in der Vergangenheit auch von Griechenland und von Italien freiwillige Kontingente übernommen. Es gibt ja so eine freiwillige Verteilaktion, wir sehen in ganz Europa, wo sich, glaube ich, ungefähr ein Land daran hält. Das ist die Schweiz, oder? Was ich aber trotzdem richtig finde, weil wenn man das ganze Asylsystem in Europa anschaut, insbesondere das Dublin-System, sind wir ein Netto-Profiteur vom Dublin-System. Das ist überhaupt gar keine Frage. Weil man einfach keinen Meeranstoss hat und die meisten Leute irgendwie übers Meer kommen. Also von dort her rechne ich nicht mit einem
Rückgang, aber wenn Sie die Kurven anschauen, ist das Wachstum massiv, massiv kleiner geworden. Spannend ist, was mit diesen 2.632 offenen Gesuchen noch passiert. Da gehe ich davon aus, weil der Bund eine Behandlungsstrategie hatte, dass er die klaren Gesuche hat, er immer gerade entschieden, oder? Und die jetzt entschieden werden, da hat es zum Beispiel sehr viele Eritreer darunter. Und Eritreer bleiben in der Schweiz, außer es sind Dublin-Fälle, oder? Ich weiß auch nicht, wohin. Eritreer gehen im Moment nicht auf Eritrea zurück, sondern bleiben in der Schweiz. Von dort wird sich das, wenn es weiterhin, und der Bund hat für die nächste schon wieder so eine Prognose, die bei 16.500 liegt. Ich glaube, wenn man die Geopolitik anschaut, wird sich das nicht wesentlich verändern. Gehe ich davon aus, dass das Wachstum vielleicht noch ein bisschen kleiner wird, aber dass es so ganz ein sanftes Wachstum gibt. Aber es ist jetzt irgendwie wie übersichtlich, es ist bewältigbar, oder? Und das machen wir. Nur zu. Vielleicht kann man noch ergänzen, dass ja der Bund im 15-16 stark in Rücklage geraten ist, sehr viele Pendenzen gehabt. Und ich habe ausgewertet, wie das heute steht. Also wir haben aus den Jahren 15 und 16 im Kanton Zürich immer noch 841 Fälle pendent beim Bund. Die sind also nicht einmal erstinstanzlich entschieden. Und das sind genau, wie der Mario Fehr gesagt hat, Personen aus Eritrea, Syrien, Afghanistan, Irak, Somalia. Also dort wird sich das auch in der nächsten Zeit noch niederschlagen, dass wir sehr viel vorläufig aufgenommen und Flüchtlinge werden haben. Und dieser Bestand wird nicht so schnell zurückgehen. Wie eben, also muss ich in einer Relation setzen, 17.000 auf 1,45 Millionen, das ist etwa 1,2% würde ich jetzt sagen, von der Gesamtbevölkerung. Darum ist es eigentlich interessant, dass was für einen politischen Diskurs da stattfindet. Und eigentlich der heftige politische Diskurs, den der Herr Zander vor angezogen hat, geht eigentlich um einen Teil von diesen 651 Nothilfe. Beziehende, weil etwa 100 von diesen 651 Nothilfebeziehenden sind im Gefängnis. Also da kann man auch niemanden eingrenzen, weil sie einfach im Gefängnis sind. Und etwa 52 haben wir eingrenzt, weil ja in diesen politischen Meinungsäußerungen steht, wir sagen alle eingrenzen. Das steht wahrscheinlich auch in dem. Wahrscheinlich steht immer drin. Wir grenzen alle ein und wir tun alle unterirdische Unterkünfte. Faktisch, wir grenzen 52 ein, von denen etwa 550, die nicht im Gefängnis sind. Und wir haben eine unterirdische Unterkunft. Und in dieser einen unterirdischen Unterkunft sind im Moment etwa 50 Leute. Etwa 50, oder? 60. Also mit... So. Nein, es sind, also ehrlich gesagt, ausschließlich Männer. Ausschließlich Straftätige oder äußerst renitente Männer. Das ist der Benchmark, dass man auf Urdorf kommt. Also wenn man eine Frau ist, ein Kind ist, eine Familie ist, wenn man sich anständig aufführt in der Schweiz, kommt man nicht auf Urdorf. Von dort her, also, wenn ich mir noch eine politische Bemerkung erleben darf, erstaunt mich an mein Engagement ein bisschen genau für die, weil es hat wirklich relativ heftige Straftäter dort unten. Wir haben auch immer wieder Vorfälle, wir tun das ja nicht immer alles publizieren, was dort drin läuft. Wir wollen ja die Leute auch nicht verschrecken. Und Urdorf ist vor allem darum geeignet, nicht wie es unterirdisch ist, sondern wie es wirklich 200 Meter neben der Kantonspolizei Posten hat. Und wir dann öfters müssen um Hilfestellung bitten. Ja, Sie haben eine Frage gehabt. Also, Sie haben sich nur gestreckt. Ja. Sonst noch eine Frage? Gut, ja? Es nimmt mich schon noch Wunder bezüglich, ich muss jetzt doch eine Frage stellen zu dieser Ausschreibung. Ja, ist gut. Dass ja der Regierungsrat vor einem Jahr gesagt hat, das betriebliche Risiko soll nicht abgewälzt werden auf die Beauftragten. Mit der Normalabgeltung von 90% der Kapazität. Und das ist jetzt massiv nach oben geschraubt worden mit garantierter Abgeltung von 50%. Auf was ist das zurückzuführen? Sehr gute Beobachtung, Frau Lübersteck hat das gerade. Also zum einen ist es natürlich so, dass er mit der Neustrukturierung Asyl der Bund viel, viel mehr Schwankung übernehmen wird als bisher. Das muss man sehen. Der Bund hat 5'000 Plätze in seinem Konzept, 870 genau. Davon kommt. Und der Bund ist verpflichtet, die Leute wirklich während der ersten Zeit zu behalten. Das macht er jetzt. Ist er nicht verpflichtet mit den Empfangszentren.
Und das war eigentlich auch das Ziel von der Neustrukturierung Asyl, dass man über drei Staatsebenen in der Lage ist, die Schwankung aufzufangen. Das heisst, das, was vorher der Kanton natürlich viel massiver betroffen hat, da wird man grundsätzlich ein bisschen aktualisiert. Jetzt können Sie sagen, klar, es kann auch mal ein Jahr geben wie 2015. Dort ist es aber mehr als Plus. Dort werden wir vor allem unter Druck geraten, neue Standorte ja dann zu finden. Das hat es immer wieder gegeben. Und darum war unser erklärtes Ziel für die Standortgemeinden, für die Betreiber, die Standorte gut stabilisieren. Wenn Sie wie bisher bei den MNA-Strukturen null Zusicherung haben, das war bisher, die AOZ hatte null Zusicherung von uns, dann hat der Betreiber natürlich schnell einen Druck, einen Standort zu schliessen. Wenn Sie 90% haben, haben wir natürlich Druck, sage ich aus finanzpolitischen Gründen, einen Standort zu schliessen. Und darum war es für uns wichtig, jetzt, wo die Schwankung nicht mehr so gravierend wird sein, ausser wir haben ein außerordentliches Jahr, dass man jetzt wirklich auch eigentlich sagen, wir tragen das eigentlich partnerschaftlich. Man muss einfach auch sagen, also die AOZ und die ORS, oder die ORS und die AOZ, haben also in diesen Jahren wirklich sensationelle Arbeit geleistet, weil wir hätten das als Kanton mit unserer Verwaltungsstruktur und Arbeitsverträgen und so, also wir hätten das nie in diesem Tempo können auffahren Ende 2015, wir könnten es jetzt auch nicht zurücknehmen, oder? Also die Zusammenarbeit ist wirklich sehr gut, weil ich auch weiss, dass sie innerhalb der Organisation, jetzt wo man zurückgehen muss, auch schmerzhaft natürlich ist. Auf der anderen Seite, wer zur AOZ oder zur ORS arbeiten, weiss, dass es im Asylbereich Schwankungen gibt. Das hat es immer gegeben. Im 99 hat es in einem Jahr 50'000 Gesuche gegeben und die meisten sind nachher wieder heim und so. Wenn es erlaubt ist, nach dem Regierungsrat noch mal zu reden. Sie müssen sich auch vorstellen, für uns ist es auch total wichtig, natürlich in Sachen Prognose im Austausch zu sein. Also das gehört heute schon zu unserem Geschäft und auch mit den Betreibern der Zentren sind wir natürlich rege im Austausch. Und dann müssen Sie auch sehen, dass eben für die Standortgemeinden auch sehr wichtig ist, eine gewisse Garantie zu haben, wenn wir ein Zentrum schliessen oder eben schliessen müssen, weil wir eben 90% müssten zahlen, aber vielleicht nur 30 ausgelastet sind, dann würde das für die Gemeinde bedeuten, dass sie am nächsten Tag natürlich sofort müsste, Zuweisungen übernehmen. Also insofern ist es jetzt ein ausgewogenes Modell, wo man in allen Los das gleiche Konzept fahren, was wir bisher eben noch nicht hatten. Oder die Gemeinden, die da sind, also Adliswil, Volkenswil, Kloten, Urdorf, die Stadt Zürich, werden die Plätze, und zwar die maximale Plätze, also zum Beispiel für Urdorf, wäre die maximale Belegungszahl wäre 80, oder wäre 80. Aber wir fühlen es ja, weil es eine spezielle Kundschaft ist, wir fühlen es ja nicht mit 80 Plätzen, weil es dann auch irgendwie schwierig wäre, das Ganze zu betreiben. Wir haben gesagt, wir fühlen maximal 3/4, es hat nie mehr als 60 Leute drin. Aber die 80 Plätze wären natürlich Urdorf angerechnet, oder auf die 7'000, also für Adliswil kann ich jetzt gerade sagen, wenn ich Zahlen kenne. Adliswil hat 18'700 Einwohner. 7% von 18'700, nehmen wir 19'000, sind 70, 63, ich hätte es gesagt, sind 133. Also etwa 130 Plätze müsste Adliswil in Wohnungen zur Verfügung stellen. Das Nothilfe-Rückkehrzentrum hat 140 Plätze und damit hat Adliswil seine Quote erfüllt. Ich hoffe, die Rechnung stimme einigermaßen. Bei Kloten ist es so, Kloten hat, glaube ich, 80 Plätze. 80 Plätze in dieser Unterkunft hat etwa gleich viele Einwohner wie Adliswil, müsste also auch etwa 130 nehmen, und dann werden die 80 einfach von diesen 130 abgezogen und dann muss Kloten noch 50 Plätze in der regulären Struktur haben. Das ist übrigens überhaupt alles andere als unbeliebt. Unsere grösste Unterkunft steht in Volkenswil und Volkenswil bemüht sich sehr, das werden Sie dann nächstens hören, auch den Standort zu heben. Also die Gemeinden wollen lieber eigentlich ein Durchgangs- oder ein Rückkehrzentrum, als dass sie Wohnungen suchen. Das ist für die Gemeinden eigentlich ein guter Deal. Weitere Fragen? Okay, wir stehen zur Verfügung. Fangen Sie doch mit den Fachpersonen an, dann können wir nachher noch ein bisschen politisieren. Herr Zander lacht schon. Danke.